Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Contraband Police und wir haben ja in der letzten Folge so einen richtig nicen Cliffhanger quasi gehabt und ja, ich würde sagen, deswegen haue ich mir direkt mal zu Beginn wieder die Tür in die Fresse und ja, wir machen mal wieder die Tür zu, damit keiner abhaut und fahren mal so schnell wie möglich zum Sägewerk, was glaube ich, zu dem wir so schnell wie möglich hin sollen, weil da eine wilde Schießerei vor sich geht gleich und da sind wir natürlich vorbereitet. Wir sind ja mittlerweile Profi, wir werden ja alle 2 Meter hier draußen außerhalb vom Grenzposten überfallen und er macht eine geile Fahrerei. So, wir gehen mal Vollgas. Und gucken mal, dass wir da so schnell wie möglich hinkommen. Ich glaube, ich bin falsch gefahren, oder? Nee, ich bin richtig. Ja, blind einfach mal drauf losgefahren, aber es war doch korrekt. Es war doch korrekt. Die Map ist ja eigentlich nicht ganz so groß, aber irgendwie, ja, muss ich trotzdem ständig auf die Karte gucken. Hab einfach kein gutes Gedächtnis. Ist aber schon immer so bei mir. So. Gut. Dann rasen wir hier mal um die Kurve. Wow. Wirklich? Wirklich? Jetzt während der Einsatzfahrt noch so einen blöden Aster wegklopfen. Mann, oh Mann. Na gut, dann machen wir das mal. Direkt vom Sägewerk. Das ist nämlich da hinten. Irgendwie, das Spiel will mich halt immer komplett fertig machen. Das will mich einfach komplett fertig machen. Ich habe keine normale Fahrt. Ich habe wirklich keine normale Fahrt. Wenn wir nicht überfallen werden alle 2 Meter, dann haben wir einen blöden Baum vor der Nase. Oh, das wird jetzt doof. Ich habe meine Sirene heulen lassen. Egal. Hallo, Tommy ist da. Einfach mal voll reinrotzen. Einfach voll reinrotzen. Verbleibende Gegner 34. So viele passen doch gar nicht in das Gebäude da rein. Seid doch mal ehrlich. Ihr könnt doch eh alle nicht schießen. So. Ja, man kann die Schwierigkeit jetzt auch einstellen von den Leuten. Wir haben es noch auf Mittel, auf ganz normal quasi. Ja, ich könnte jetzt theoretisch auch auf Hart einstellen. Wenn ich das richtig gesehen habe in den Einstellungen. Diese Granaten. Lasst mein Auto ganz. Meine größte Sorge, mein Auto. Ich habe keine Lust zurückzulaufen. Ich glaube, ich wechsle gleich mal zur Pistole. Das ist nämlich keine so arg bedrohliche Situation, wenn ich ehrlich sein soll. Die Granaten sind ein bisschen bedrohlich, ja, gebe ich zu. Aber ansonsten. Ja, die haben halt die böse Streuung wieder auf die Entfernung. Muss ich halt ein bisschen näher dran krabbeln, das ist ja gar kein Ding. Was machst denn du da drüben? Ich treff den nicht. Wow, Granate. Irgendwie haben wir gefühlt auch unendlich Leben, alles so fast. Hallo. Ich habe ja auch Granaten, aber irgendwie, ich will die gar nicht benutzen, weil ich brauche die hier eigentlich nicht. Bleib weg. Bleib weg. Ich sag's dir. Oh, die Kollegen haben gute Arbeit geleistet. Irgendjemand hat was mit der Granate gerufen. Der ist anscheinend umgefallen beim Granatewerfen. Ich bin mir nicht sicher. Haha, schön hinterwandert. Hallo. 2 Stück noch. Okay, die werden wir irgendwie hinkriegen. Während die schießen, kann ich ja gerade mal die ganzen Leute hier plündern. Das war's schon. Ich hab gedacht, bevor die jetzt verschwinden, fange ich lieber an zu plündern. Weil dann sind die weg. Sie sind weg. Schade. Aber leicht verdientes Geld. Wir haben zwar einiges an Kugeln rausgeballert. Er chillt ja einfach seine Nuggets, ey. Na gut. Dann gehe ich mal wieder. Er chillt auch seine Nuggets, alles gut. Die Kollegen sind schon weg. Die haben wieder mein Auto erwischt. Ich hab's auch ein bisschen blöd geparkt, muss ich zugeben. Was sagt denn meine Munition? Ja, für Pistole habe ich alles rausgeballert, was ich hatte, quasi anscheinend. Aber für die Maschinenpistole, die wir sowieso am meisten benutzen, haben wir auf jeden Fall noch genug. Jetzt erstmal aus mit der ganzen Getröte hier und ja, dann fahren wir mal zurück. Unser schon wieder kaputten Karre, der Kollege wird sich freuen. Wie viel Uhr haben wir denn mittlerweile? Viel zu spät bestimmt wieder.
viel zu spät bestimmt wieder. Ja, den letzten, den wir angefangen haben zu kontrollieren, den werden wir jetzt wieder von vorne anfangen müssen, leider. Das ist immer so die Sache, wenn man halt schnell zu einem Einsatzort fährt. Deswegen mache ich die Kontrollen eigentlich gerne fertig. Ach, das gibt's doch nicht. Ups, ich habe geparkt. Boah, das hat wehgetan. Der Unfall hat wehgetan. Der Unfall hat echt wehgetan. Das ist nicht so schön geendet, wie gedacht. Eigentlich wirklich, Maschinengewehr ist wirklich King. Also mit Maschinenpistole eher gesagt, nicht Maschinengewehr. Die rotzt einfach weg, da hat man echt gar kein Ding. Das kostet halt nur immer Zeit, wenn man hier mit denen rumkämpft. Aber wenn ich das halt nicht mache, dann sind die halt die ganze Zeit da. Wenn ich dann jetzt, was heißt die ganze Zeit, aber für längere Zeit, für ein, zwei Tage oder so, keine Ahnung. Wenn ich dann halt wieder hier durchfahren möchte oder so, einfach irgendeinen kleinen Transport machen will, dann werde ich wieder angegriffen an der gleichen Stelle. Das ist halt auch irgendwie doof. So, die laden wir gerade mal nach. Die haben wir jetzt wieder Munition bekommen. Zum Munition kriegen ist es allerdings sehr, sehr cool mit diesen Überfällen, auf jeden Fall. Aber der eine Unfall war echt nicht gut. Der hat der Karre ein bisschen die Motorhaube verbogen und hat ein bisschen wehgetan. Kopf, Lenkrad und so. So. Aber wenigstens habe ich einen umgemäht beim Vorbeifahren. Das war mein Ziel. So. Ah ja, die Überfälle. Bitte, lieber Entwickler. Bitte, bitte. Ich schraub die Häufigkeit runter. Es ist wirklich zu viel des Guten. Es ist ein, zweimal cool, aber danach ist es nervig. So, einmal bitte die Karre wieder reparieren, mitten in der Nacht. Mal wieder eine neue Scheibe. Der Kollege hat bestimmt die ganze Halle hier voller Autoscheiben. Wir haben mittlerweile 3:30 nachts. Fast. So, wo war ich bei dir stehen geblieben? Hier einmal die Dokumente bitte. Ich muss nochmal bei dir komplett von vorne beginnen. Tut mir leid. Ich weiß gar nicht, was ich da alles kontrolliert hatte. Irgendwo hatte der Name nicht gepasst, gell? Genau hier, da war der Name falsch. Dann müsste das wieder übernommen sein, alles klar. Mikro 26 steht, das passt, 990. Gesamtgewicht oder Maximalgewicht müsste eigentlich auch genau hinhauen. Er hat, glaube ich, nicht, wobei er hat ganz viele Taschen dabei. Ihm fehlt hinten eine Stoßstange. Nummernschild war auch verkehrt, wenn ich das so richtig noch im Kopf habe, genau. Kennzeichennummer, dann gucken wir gerade mal durch die fehlende Stoßstange hinten. Falls die Karre eine hat, aber ich gehe mal stark davon aus. Könnte es einer der Schmuggler sein, weil wir ein Fahrzeug suchen mit fehlender Stoßstange. Einmal bitte hier neben hinstellen, dankeschön. Ja, genau. Schmutzige Sitze und so. So, Fahrzeughimmel sehe ich gerade auch nichts. Unter dem Armaturenbrett sehe ich auch nichts. Ah, stimmt, der hat da hinten keine Türen. Kokain! Er hat Mehl dabei. Wir haben wieder was gefunden. Es ist einer der Schmuggler. Ja, du bist ein ganz böser Bube und du bist festgenommen. Wie viel hast du denn da? 670. Das ist zu wenig. Tut mir leid. Das tut mir leid. Aber der wird doch jetzt nicht wegen einem einzigen Paket Kokain als der große Schmuggler angekündigt worden sein, oder? Das ist doch... Das lohnt sich ja gar nicht. Hinten ist nichts drin. Und wir gucken mal vorne noch rein. Da muss noch mehr sein. Da sehe ich aber jetzt auch kein Schlangensymbol. Das kann doch nicht alles sein. Da bin ich ja enttäuscht. Da bin ich ja maßlos enttäuscht. Ah, wir haben endlich mal was in den Koffern gefunden. Ja, geil. Er geht doch. Ja, sehr schön. Ich gucke hier gerade nochmal, aber die hatte ich schon kontrolliert. Nicht, dass da jetzt noch irgendwas reingespawnt ist. Nee, ist nicht. Gut. Das ist trotzdem noch zu wenig. Er hat jetzt 2 Pakete dabei. Wow. Das ist doch gar nichts. Das ist wirklich verdammt wenig. Aber gut. Aber gut. Ja, dann gucken wir gerade mal nach. Wir haben auf jeden Fall Drogen bei ihm gefunden. Er darf sowieso nicht einreisen. Kennzeichen hat nicht gepasst. Fahrzeuggewicht ist aber in Ordnung. Ich weiß es nicht, ob ich, wenn ich jetzt die Karre wiege.
580. Es müsste jetzt theoretisch 580 sein. Leergewicht. Es ist nichts mehr drin, wenn ich alle Drogen gefunden habe. Mikros 26D. 580 ist Leergewicht. 580 hat die Karre jetzt. Also müsste ich theoretisch, wenn die Waage so genau ist, um diese kleinen Päckchen wahrzunehmen, haben wir im Fahrzeug alles gefunden. Kollege Maximow, schmeiß das Zeug in die Karre und tu die Karre in die Schrottpresse. So, und für dich habe ich ein warmes Plätzchen da in der kleinen Hütte drinne. Bist verhaftet, mein Freund. So, da haben wir doch schon mal zwei Stück wieder im Gefängnis. Ja, die zwei freuen sich da. Die zwei freuen sich da. Best Buddies. Kollege, passt auf, finde ich gut. Höre ich da ein kleines Mimimi im Hintergrund? Ich glaube, ich habe ein kleines Mimimi gehört. Okay, dann Lager. Stopfen wir das mal ins Lager rein. Dann habe ich hier wieder Schrotflintenmunition, auch wenn ich die Waffe wahrscheinlich nie benutzen werde. Ich werde sie mir kaufen, einfach um diese ganze Munition rausschrotzen zu können oder rausrotzen zu können. So, okay. Ja, wir haben 3846 Geld. Ich kann ja gerade mal gucken. Wobei, ich glaube, ich schließe erstmal gerade den Tag ab. Nicht, dass ich von Kollege Blablabla da gleich wieder irgendeinen Anschiss krieg. Alter. Mach bitte den Prüfbereich leer. Arbeit ist vorbei, ich kann mich jetzt ausruhen. Ja, sehr schön, wir haben ja schon 6:30 Uhr morgens. Die Sonne geht schon wieder auf. Wir haben noch einen Schmuggler auf der Liste und danach beginnt quasi ein neues Kapitel. Sehr schön, wir haben 4000 Geld. Kollegen haben wir, glaube ich, alle... Nee, haben wir noch nicht alle maximal hochgelevelt. Ei, das ist ja... Das ist ja schwach. Das ist ja schwach. So, muss ich gerade mal kurz auf dem Handy was nachschauen. Geht gleich weiter. Geht gleich weiter. So, okay. Nee, wir haben noch, was haben wir denn jetzt? Wir haben, er ist nicht maximal. Heißt, wir haben noch drei Kollegen, die wir maxen können. Fahrzeuge haben wir, glaube ich, alle schon gemaxt. Genau, die sind alle schon maximal. Wie sieht's aus mit Gebäuden? Die Bude könnte ich mir upgraden für 2000, das Lager könnte ich upgraden, Gefängnis ist schon maximal. Das heißt, da kann ich noch zwei Sachen upgraden, Kollegen kann ich noch drei upgraden. Komm, wir machen mal bei den Kollegen hier weiter. So, dann haben wir noch 2500. Dann sind aber alle Kollegen max. Alle Kollegen sind maximal gelevelt. Fahrzeuge sind max, Kollegen sind maximal. Und hier haben wir jetzt noch 2500 Euro übrig. Ich würde, glaube ich, gerne einfach, weil ich es kann, ins Lager investieren. Dann haben wir auch das große Lager. Dann ist es auch maximal. Dann, oder war maximal. Dann fehlt nur noch die Hütte eigentlich. Und dann haben wir alles schon maximal gelevelt. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Ich glaube irgendwie nicht mehr so lange. Ich glaube leider nicht mehr so lange. So, Schmuggler 23 wäre dann United Rally. Und dann, wie gesagt, startet ein neues Kapitel. Aber wir müssen uns jetzt erstmal aufs Ohr hauen. Ein bisschen Geld will ich auch noch aufheben für den Gefangenentransport dann. Und wir werden dann wahrscheinlich auch uns neue Materialien bestellen. Messer, was zum Prügeln, keine Ahnung, Axt haben wir, glaube ich, zwei Stück, eine ziemlich kaputte und eine noch recht frische. Müssen wir halt mal gucken. Ja, ich habe jetzt eine Stunde geschlafen, ich bin jetzt total ausgeruht und total aufmerksam bei der Sache, würde ich mal sagen. Nach einer Stunde Schlaf. Da kommt auch schon der Erste angefahren. Da kommt der Erste angeholpert. Hereinspaziert. Ja, grüß Gott. Ich finde es halt ein bisschen merkwürdig. Wobei, hat er ein Scharfschützengewehr in der Hand oder nicht? Oder hat er die AK-47? Weil unter Gewehr wird im Spiel ja eigentlich das AK-47 geführt. Und Scharfschützengewehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu kaufen. Oder gab es das? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist schon wieder so lange her. Naja, werden wir dann sehen. Werden wir dann nochmal sehen. So, kann ich einmal bitte die Dokumente haben? Dankeschön, sehr freundlich, der Herr. So, Suren Altansuk.
Surin Altansuk. Klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, 02 Uko. 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 Uku. Ah, ja, Sprachfehler. 02 UQ. Schwierige Reihenfolge. 48K3. Passt nicht. Zack, ist angekreuzt. Also, wenn man wirklich ein fauler Mensch ist, kann man das wirklich machen, einfach so. Wenn man was Falsches sieht, zack, angeklickt, braucht man den Kontrollbericht nicht auspacken. Hat man sich einen Klick gespart am Ende, oder? Ja, einen Klick hat man sich, glaube ich, am Ende gespart. Lohnt sich nicht so ganz. Gültig bis. Ja, das gültig ist nicht ganz so geil. Gültig ist nicht ganz so geil. Handel ist der Einreisegrund. Er hat auf jeden Fall viele Sachen dabei. Viele Haushaltssachen. Haushaltssachen darf er 3 mitnehmen. Es sind insgesamt hier schon 4. Das heißt, er darf schon mal nicht einreisen. Tagesaktuelle Bestimmung. Er darf nicht rein. Haushaltsgeräte, ich zeige es nochmal ganz groß. Haushaltsgeräte mal 3, also 3-mal. Das sind 4, was er dabei hat. Alles mit dem Haussymbol. Somit Einreise vorbei. Chemische Erzeugnisse darf maximal 4 mitgenommen werden. Er hat 3 dabei. Das würde in Ordnung gehen, aber mehr auch nicht. So. Illich 57, das ist ein Illich 57, das passt. 6230 ist das Maximalgewicht von der Karre. Er hat einen glatten Reifen. Sehe ich gerade. Kann ich auch schon mal ankreuzen. Kaputter Reifen nehmen wir gerade einfach mal. Das 4930 hat er aktuell. Ja. Ja, gucken wir gerade mal nach dem Nummernschild, das habe ich mir noch nicht angeschaut. PHA7350NT. Passt. Licht vorne ist auch kaputt. Auf der einen Seite. Was haben wir? Kann ich schon gehen? Nein, du kannst nicht gehen. Du kannst nicht gehen. Hier ist noch ein kaputter Reifen. Sag mal, was ist denn los bei dem? Man fährt doch nicht mit kaputten Reifen durch die Gegend. Besonders irgendwann blättert der Reifen hier ab und dann fährst du auf der Felge. Das macht man doch nicht. Junge, Junge. Junge, Junge, steig mal bitte aus. Bevor ich die Fracht rausnehme, steig mal bitte auf, weil dann habe ich ein bisschen mehr Zeit und kann auch überlegen, ob ich dich dann abballer oder nicht, wenn du flüchten willst. Das ist aber nicht meine erste Wahl. Also ihr habt es gesehen, ich hätte schießen können vorhin. Ich wollte, was heißt vorhin, in der letzten Folge. Aber ich wollte einfach nicht schießen. Weil ich finde es halt für so kleine Drogenmengen, was die hier transportieren, das sind jetzt keine riesen Kisten voll. Wie hier hinten, die Scheibe kann kaputt gehen und man sieht sogar mal. Das ist ja krass. Also hier hinten sieht man gut, dass die Scheibe kaputt ist. Aber es ist halt nicht meine erste Wahl zu schießen. Sagen wir es mal so. Ich nehme sie lieber fest, habe ich mehr von, kriege ich mehr Geld für. So. Dann haben wir hier 1, 2, 3. 3 Fässer, das müsste passen. Und hier haben wir 4 Haushaltsgeräte. Das wird für Probleme sorgen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Okay. Okay, okay, okay. So, kannst ruhig den Motor ausmachen. Brauchst du nicht klackern lassen, Kollege. Dauert noch ein bisschen. Ja, ich habe letztens auch wieder ein bisschen länger mit dem Auto dagestanden, habe aber auch den Motor dann ausgemacht, weil wir sind nach Mainz gefahren. Und wir hatten einfach extrem Pech an dem Tag. Also wir haben ständig stockenden Verkehr auf der Autobahn gehabt, dann Stau, dann sind wir endlich in Mainz angekommen gewesen, haben wir vor der Theodor-Heuss-Brücke haben wir dann gestanden, dann sind wir über die Brücke endlich drüber gekommen und dann hat die Polizei direkt vor uns die Straße dicht gemacht wegen der Demonstration. Und dann haben wir da in erster Reihe gestanden und haben zugeguckt, wie die ganzen Demonstranten da vorbeimarschiert sind. Für eine Fahrt, die normalerweise eine Stunde gedauert hätte, waren wir eine Stunde 40 unterwegs. War mega. Aber da kann man auch den Motor ausmachen. Da hat man ein bisschen Zeit. So, da hatte ich alles kontrolliert. Motorraum habe ich noch nicht mehr angeguckt. Das machen wir jetzt gerade mal ganz schnell. Ich glaube aber nicht, dass er irgendwas schmuggelt, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht dran, dass er irgendwas schmuggelt. Genauso wie am Bahnübergang. Da macht man auch den Motor aus. Gerade bei uns an dem einen Bahnübergang steht man gerne mal eine Stunde. Und da ist es ganz blöd, wenn man den Motor eine Stunde laufen lässt. Das ist ganz blöd. Geht auch viel Sprit verloren. So, gut. Tägliche Bestimmung habe ich angekreuzt. Wir haben ganz viele kaputte Sachen entdeckt. Hinten die Lichter sind aber in Ordnung soweit. Karosserie ist auch in Ordnung. Lichter hatte ich, Scheiben habe ich nur die eine jetzt entdeckt. Spiegel hat er auch nur einen. Da sehe ich auch gerade nochmal was. Fehlende Spiegel. Ups.
Übrigens wurde auch in den Kommentaren gefragt, ob ich diese Fahrzeugkontrollen, weil da viele Punkte oder Geld verloren geht, einfach hier mit anklicken und so lösen kann. Aber nein, Fahrzeug, also alles, was Fahrzeug quasi betrifft, kann ich nicht mit Schnellkontrolle machen, wie Kennzeichen oder so, kann ich gar nicht anklicken zum Kontrollieren. Ich kann wirklich nur diese Papierdaten quasi automatisch kontrollieren lassen. So, ich will gerade nochmal mir das Bild von ihm angucken, ob das so passt. Du hast einen anderen Bart. Ansonsten, du hast eine Glatze, das passt. Du hast genauso einen Dackelblick wie auf dem Bild. Oder? Na, die Augen sind ein bisschen kleiner auf dem Bild. Ich glaube, das Foto ist auch ein anderes. Der Bart natürlich ist anders, aber wie gesagt, Bärte finde ich ein doofes Indiz für einen gefälschten Perso. Ja, weil kannst du von heute auf morgen ändern. Das ist ein bisschen komisch. So. Okay, Rest haben wir, glaube ich, alles kontrolliert. Oder Frachtbrief, müssen wir gerade mal gucken, ob das alles gepasst hat. Gasherd haben wir einmal, Toilette haben wir zweimal, Waschmaschine haben wir einmal, chemische Erzeugnisse haben wir dreimal. Das passt soweit. Fahrzeuggewicht war in Ordnung, Kennzeichennummer war in Ordnung, Fahrzeugtyp war in Ordnung, Frachtbrief war in Ordnung, das war Name war in Ordnung. Ich muss ihn trotzdem abweisen. Tut mir leid. Tut mir leid. Es geht für Sie zurück. Der nächste bitte. Was macht eigentlich Kollege Wodka? Kollege Wodka läuft hier gerade wieder durch die Gegend. Irgendwo. Anscheinend. Krasses Programm. Da liegen übrigens die ganzen Wodkaflaschen. Deswegen sage ich immer Kollege Wodka. Boah, da hast du aber jetzt eilig. Der ist sauer. Ich glaube, der ist sauer. So, was habe ich übersehen? Kennzeichennummer? Sag bloß, ich muss hinten und vorne kontrollieren. Ich habe gedacht, die sind dann... Ja, okay, dann muss ich hinten und vorne gucken. Oder ich habe vorne was übersehen, ich weiß es nicht. HPH haben wir da. Brauche aber erstmal die Dokumente, wäre nicht schlecht. Hallo! Ich will kein Geschäft machen, aber ich hätte gerne deine Dokumente. Ich will kein Geschäft machen, klingt irgendwie auch merkwürdig. HPH7876QZ. Keule, dir fehlt da was. Da fehlt. Du hast keine Stoßstange vorne. Du hast also auch kein Nummernschild vorne. Fehlende Stoßstange. Kreuzen wir gerade mal an. So. Zacker 53. Ich glaube, das war ein Zacker 53. Zacker 53, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Jawohl, das ist ein Zacker 53. Da haben wir 4240 Kilogramm Maximalgewicht. Wollen wir doch gerade mal nachgucken. Der ist aber leer unterwegs. 3330. Wenn der Fahrer noch aussteigt, könnte es hinhauen. Ja, Stoßstange fehlt auf jeden Fall. Lichter sind in Ordnung. Reifen hat er auch einen Platten, sehe ich gerade. Reifen hat er auch einen Platten. Kaputter Reifen hat er. Wo kommt der eigentlich her? Al-Barak. Was war nochmal? Hier war United Rally oder so. Genau, United Rally. Suchen wir noch einen Schmuggler. Ein Reifen ist kaputt, habe ich notiert. Ein Scheinwerfer hinten ist kaputt. Wobei Scheinwerfer für hinten klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Machen wir gerade mal die Ableuchtkontrolle. Fehlt dir da ein Karosserieteil? Wollte ich gerade sagen, irgendwie konnte man da die Kabel gerade sehen. Ist mir gerade, hatten wir glaube ich bei einem Zagger auch noch nicht gehabt, dass es ein Karosserieteil gefehlt hat. Sah doch gerade ein bisschen merkwürdig aus. Gut. Er hat halt ein bisschen Gewicht eingespart, würde ich sagen. Ja, eigentlich könnt ihr mal testen, ob die das bei dem Spiel bedacht haben. Ihm fehlt ja ein bisschen was. Ja, die Stoßstange vorne fehlt, die wiegt ja ein bisschen was. Okay, das Karosserieteil hier wahrscheinlich wird auch nicht ganz so viel wiegen, aber es müsste auf der Waage eigentlich sich bemerkbar machen. Steig mal bitte aus. Ich würde gerne mal nachschauen, ob das Fahrzeug jetzt wirklich das Leergewicht hat, was im Fahrzeugschein drin steht, oder ob das Fahrzeug jetzt leichter ist sogar, weil es fehlt ja was. Es fehlen ja Fahrzeugparts, Fahrzeugteile. Da wollen wir doch gerade mal ganz genau nachschauen, oder? So, wir können auch noch den Motor rausnehmen, dann wiegt es noch weniger. Okay, ich sehe da aber gerade nichts. Alles klar, gut, dann gehe ich gerade nochmal zur Waage hin und klicke nochmal an, dass das gewogen werden soll. Gucken wir gerade nochmal nach hier. Zacke 53, da haben wir den Zacke
3250. Okay, haben die Entwickler nicht bedacht. Wenn Fahrzeugteile fehlen, dann müsste das Fahrzeug auch ein paar Kilo leichter sein. Gerade die Stoßstange sieht stabil aus bei den alten Kisten. Haben sie nicht bedacht. Und auch, dass der Fahrer halt auf der Platte, auf der Waage draufsteht, haben sie nicht bedacht. Normalerweise müsste er sich hier irgendwo hinstellen oder halt hier hinten. Aber gut. So. Haben wir sonst noch irgendwas? Azada Amiri, passt alles soweit. Passnummer 5773P4X0 passt. 12. August 81 passt. 27. Oktober 81 passt. Ich glaube, ich muss ihn fahren lassen. Bild passt. Er guckt genauso grimmig wie auf dem Foto. Gut. Gut, Nummernschild vorne konnte ich nicht kontrollieren, genau, weil da fehlt ja die Stoßstange. Da würde ich sagen, die Inspektion ist beendet. Atlista. Ja, grüß Gott. So, der nächste bitte. Kollege Wodka sitzt auch wieder in seinem Kämmerchen. Ja, na, juckt der Pelz am Bauch. So, was haben wir denn hier schon Schönes? Kann ich ja schon mal gucken. Ui. Das sind mindestens mal 4 Fässer. 4 Chemikalien sind aber, glaube ich, in Ordnung gewesen. Fehlende Spiegel. Ich habe einen Spiegel übersehen. Oh Mann. Oh Mann, so werde ich nie reich. So werde ich nie reich. Eine Sache übersehe ich total gerne. Hallo. Aber gut, kann passieren, ist nicht schlimm. Kann ich Ihre Dokumente bitte haben? Und wir kommen ja auch so, ihr seht es ja mit dem Geld oben, auch mit diesen Zwischeneinsätzen, die man so zwischendrin hat. Man hat eigentlich genug Geld. Ich meine, ich habe zwar 600 irgendwas Kosten pro Tag, jetzt habe ich 3 Kollegen hochgelevelt, jetzt habe ich bestimmt um die 1000 pro Tag. Aber trotzdem kriegen wir das finanziell schon irgendwie hin. So, chemische Erzeugnisse 4-mal, das passt. Amin Altansuk. XYT. 7423FS. XYT 7423FS. Vorne passt. Hinten passt es auch. Sehr gut. Sehr gut. Kratzduck als Fahrzeug. Ich gucke gerade nochmal nach, was ein Kratzduck ist. Ein Kratzduck müsste aber eigentlich die Karre sein, genau. Ich gehe nur immer noch nochmal auf Nummer sicher. Ich gehe nur immer noch mal auf Nummer sicher. Und blätter lieber nach. Kostet ja nicht ganz so viel Zeit. So. Kollege Maximow freut sich schon wieder. Er darf gleich wieder Sachen einladen. Wo kommt der Herr eigentlich her? Republik Kagastan. Das ist nicht unser gesuchter Schmuggler. So, kannst du auch bitte mal aussteigen. Mir ist das eigentlich immer ganz lieb, wenn die zur Frachtkontrolle aussteigen, weil ich bin dann doch immer ein bisschen weit weg. So. Haben wir wieder mal unsere magische Leuchte an. Aber wie gesagt, er ist eigentlich kein Schmuggler, wenn wir da nur Kleinigkeit dabei haben. Aber auch Kleinvieh macht Mist. Deswegen gucken wir mal ganz genau nach. So, dann gucke ich mir nochmal die Fässer genau an. Dann kann die Kollege Maximow schon wieder auf die Karre draufschmeißen. Genau, da sehe ich nämlich jetzt auch wieder nichts. So, Fracht zurückgeben. Kollege Maximow. Es wird schon wieder dunkel, ey. Wir haben noch so viele Karren zu kontrollieren. Ja, Fracht passt. Chemische Erzeugnisse war 4-mal. Genau. So, ich gucke lieber alles immer 2, 3, 4-mal nach. So, Haltbarkeitsdatum. 7. Mai 1981. 21. Oktober 1981 passt auch. 7589-0491. 7589-0491 passt auch. Das passt alles. Das passt alles. Das passt. Das passt. Das passt. Maximalgewicht 4190. Ich glaube, gewogen haben wir die Karre noch nicht. Du kannst mal wieder in deine Karre einsteigen. Wenn du drinne bist, dann wird mal gewogen. Aber ich denke nicht, dass die Karre mit 4 Fässern irgendwie überladen ist. Kann ich mir nicht vorstellen. 3640, genau, das passt auch. Ich habe keine Gründe, ihn abzuweisen. Leider. Da ist eine Scheibe drin, wenn ich es richtig sehe. Da spiegelt es auch oder sieht ein bisschen milchig aus. Da auch, da auch, da auch. Hinten die Scheiben habe ich jetzt nicht kontrolliert. Aber muss ja auch wirklich auf jeden Kack achten. So. Es sieht aber auch milchig aus. Also ich würde sagen, da sind Scheiben drin.
dann habe ich da auch keine Fahrzeugmängel irgendwie zu notieren. Der ist ja wirklich langweilig, der Typ. Der ist ja wirklich langweilig. Na komm, mach dich vom Acker. Mach dich vom Acker. Ich verliere nur Zeit. Ich verliere nur Zeit mit ihm. Komm, fahr weiter. Ich brauche mal wieder eine Nacht zum Schlafen. So, noch zwei Fahrzeuge. Und wir haben schon wieder, wie viel Uhr haben wir denn? Kurz nach 8 nachts. Ungültige Einreise. Warum? Haltbarkeitsdatum Reisepass. Habe ich das wirklich? Was für ein Datum haben wir denn? Oh, da stand der... Kacke, wir haben ja schon... Okay, ich hatte zwei Gründe, ihn abzuweisen. Ich habe zwei Sachen nicht wahrgenommen. Nicht gut. Nicht gut. Nochmal ein Fail gegen Ende der Folge. Eieieiei. Name, Nachname. Und Haltbarkeitsdatum, Reisepass. Irgendwie beides komplett vertüdelt. Das ist mir nicht aufgefallen. Da habe ich ein falsches Datum im Kopf gehabt. Naja, egal. So, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Weite, weiter mit der Folge. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit der Kontrolle hier von dem kleinen Fahrzeug. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auf den Discord-Server beitreten und gerne den Kanal auch mit der Mitgliedschaft unterstützen. Link zu allem, wie immer, in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.